Sie sehen jetzt ARD. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des laufenden Programms. Bitte bleiben Sie dran für eine Notfallwarnung des modularen Warnsystems. Das ist kein Test. Ich wiederhole, dies ist kein Test. Diese Nachricht wurde auf Anfrage des Eidgenössischen Gesundheitsdepartements übermittelt. In einem Biolabor in Münster führt übermäßige Hitze zum Aufbrechen der äußeren Schutzschichten, wodurch ein sehr starkes und in der Luft befindliches Virus freigesetzt wird, das das Potenzial hat, eine Epidemie auszulösen. Das Virus heißt offiziell GMN17 und wurde zunächst in Sibirien entdeckt. Das Biolabor wurde evakuiert und die äußeren Schutzschichten werden so schnell wie möglich wiederhergestellt, um das Austreten weiterer Viren zu verhindern. Die Gefahren des Virus sind derzeit nicht bekannt, daher empfehlen wir Ihnen, sich regelmäßig die Hände zu waschen und im Umkreis von 5 km um das Biolabor eine Gesichtsmaske zu tragen. Dieser Bereich ist leicht an Warnschildern zu erkennen. Sie sehen jetzt ARD. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des laufenden Programms. Bitte bleiben Sie dran für eine Notfallwarnung des modularen Warnsystems. Das ist kein Test. Ich wiederhole, dies ist kein Test. Diese Nachricht wurde auf Anfrage des Eidgenössischen Gesundheitsdepartements übermittelt. Das GMN17-Virus ist kürzlich in das Universitätsklinikum Münster eingedrungen und hat dazu geführt, dass mehrere Personen ab 50 Jahren schrumpfen. Jeder unter diesem Alter ist völlig unberührt, aber mehrere wurden positiv auf das Virus getestet. Der Bereich 5 Kilometer um dieses Krankenhaus wurde vollständig evakuiert und die positiv getesteten Personen wurden unter Quarantäne gestellt. Rund um die Stadt Münster wurde eine Sicherheitszone eingerichtet. Wer ein- oder ausgeht, muss eine Erlaubnis des Bundesgesundheitsministeriums haben und PESAT tragen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Jeder, der ohne Erlaubnis oder PESAT in der Zone des ersten Kontrollpunkts um diese Eindämmungszone herum gefangen wird, wird festgenommen. Okay, class species transmutation event new biological threat reported in Münster, Germany. Mobile Task Force Beta 7 will guard first checkpoint zone within 5 kilometers of containment zone LK1, former city of Münster, Germany. Advice for all European capital cities to go into lockdown. No-fly zone created for the entirety of European continent. Threat is as follows, a virus capable of causing people over 50 to shrink and possibly rejuvenate. Ereignis zur Transmutierung von Arten der LK-Klasse neue biologische Bedrohung in Münster, Deutschland gemeldet. Mobile Task Force Beta 7 wächst erste Checkpoint-Zone innerhalb von 5 Kilometern der Einheitszone LK1, ehemalige Stadt Münster, Deutschland. Hinweise für alle europäischen Hauptstädten zum Lockdown. Flugverbotszone für den ganzen europäischen Kontinent geschaffen. Die Bedrohung ist wie folgt, ein Virus, der Menschen über 50 zum Schrumpfen und möglicherweise Verjüngung verursachen kann. Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de GGD Amsterdam en de Nederlandse regering in verband met een nieuw en levensgevaarlijk virus afkomstig vanuit Duitsland. Dit virus kan geïnfecteerden boven 50 jaar doen krimpen en verjongen. Uit rapporten vanuit Duitsland blijkt dat deze verjonging stopt als de geïnfecteerde tussen 4 en 14 jaar oud is. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn vanaf nu totaal afgesloten tot een medicijn tegen de verjonging beschikbaar komt. Zonder toestemming is het betreden of verlaten van deze steden streng verboden. Het virus heeft een incubatietijd van 2 weken en heeft geen symptomen tijdens deze 2 weken. Als iemand om u heen begint te krompen, wordt u geadviseerd onmiddellijk 112 te bellen. Die persoon wordt zo snel mogelijk in quarantaine geplaatst. Was regelmatig uw handen en blijf uit de buurt van kinderen, aangezien deze het virus sneller verspreiden. U wordt geadviseerd voor meer informatie over te schakelen naar uw lokale tv- of radiozender.
Waarschuwingen en updates worden ook verzonden via NL Alert. Dette en besked rettet til hele Danmark. En ny og meget farlig virus kommer fra Tyskland. Denne virus er luftbåren og kan få alle inficerede til at skrumpe og forringe sig. Denne proces vil stoppe, indtil den inficerede person er 14 år gammel. Københavns Kommune er lukket. Enhver, der kommer ind eller ud, vil blive tilbageholdt. Denne foranstaltning er i kraft, indtil en kur kan findes. Hvis du finder nogen, der skrumper, skal du straks rapportere dem til myndighederne. Vask dine hænder og hold dig så langt væk fra børn som muligt, da det letter at sprede virusen. Vient du ministère de la Santé. Un virus dangereux se propage rapidement à travers l'Allemagne et pourrait également atteindre la France. Le ministère de la Santé poursuit actuellement ses recherches sur ce virus. On sait que ce virus est capable de rétrécir et de rajeunir toute personne infectée de plus de 50 ans. Ce processus s'arrêtera lorsque la personne atteint l'âge de 4 à 14 ans. Il est conseillé de se laver les mains et de rester loin des enfants, car il propage facilement le virus. Les villes de Paris, Strasbourg et Lyon sont verrouillées pour votre sécurité. Personne ne sera autorisé à entrer ou à sortir sans autorisation spéciale et EPI. B-alert. Pour votre sécurité. Un message en français suivra. Dit is een luchtalarm voor heel België. Een nieuw en zeer gevaarlijk virus heeft de Belgische landsgrenzen gepasseerd vanuit Duitsland. Dit virus, genaamd GMN17, heeft de mogelijkheid mensen vanaf 50 jaar te doen krimpen en verjongen. Dit proces stopt als de geïnfecteerde een leeftijd tussen 4 en 14 jaar heeft bereikt. U wordt geadviseerd uw handen vaak te wassen. Tevens wordt u geadviseerd zoveel mogelijk afstand te houden van kinderen, aangezien deze het virus makkelijk verspreiden. Om de stad Brussel is een veiligheidszone verklaard. U heeft speciale toestemming nodig om deze stad te betreden of verlaten. Tevens wordt u verplicht om bij het betreden of verlaten persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. C'est une alerte de raid aérien pour toute la Belgique. Un nouveau virus très dangereux a franchi les frontières belges depuis l'Allemagne. Ce virus, appelé G-MN17, a la capacité de rétrécir et de rajeunir les personnes à partir de 50 ans. Ce processus s'arrête lorsque la personne infectée a atteint l'âge de 4 à 14 ans. Il est conseillé de se laver les mains souvent. Il est également conseillé de garder le plus de distance possible avec les enfants car il propage facilement le virus. Une zone de sécurité a été déclarée autour de la ville de Bruxelles. Vous avez besoin d'une autorisation spéciale pour entrer ou sortir de cette ville. Vous êtes également obligé de porter un équipement de protection individuelle lors de l'entrée ou de la sortie. Si tratta di un'allerta urgente del Ministero dell'Interno e della Protezione Civile. Un nuovo virus, chiamato G-MN17, è emerso in Germania e ha attraversato il confine con l'Italia.
Il virus è incurabile al momento e può far rimpicciolire e ringiovanire chiunque abbia più di 50 anni. Questo processo si interrompe quando la persona infetta ha un'età compresa tra 4 e 14 anni. Le seguenti città non possono essere entrate o uscite senza un permesso speciale del governo italiano e dispositivi di protezione individuale: Roma, Milano, Pompei, Venezia, Napoli. Lavati spesso le mani e stai il più lontano possibile dai bambini. Se vedi qualcuno che si rimpicciolisce, riferisci immediatamente alle autorità. Sie sehen jetzt ARD. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des laufenden Programms. Bitte bleiben Sie dran für eine Notfallwarnung des modularen Warnsystems. Dies ist eine Erklärung für alle Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Eine Heilung für das GMN17-Virus ist von BioNTech im Gange. Um die Zahl der Infizierten konstant zu halten und die Verbreitung dieses Heilmittels zu erleichtern, werden die Streitkräfte eine äußere Blockade um ihre Grenzen herum errichten. Zudem wird die Stadt Münster innerhalb einer Woche für bis zu 14 Tage komplett gesperrt. Wenn Sie in der Stadt Münster wohnen, wird dringend empfohlen, ausreichend Nahrung, Wasser und medizinische Versorgung zu besorgen, um diese Zeit zu überstehen. Alle Ein- oder Ausreisegenehmigungen, die für ein Datum in oder nach dieser Woche erteilt werden, verfallen. Ab sofort rät das Bundesgesundheitsministerium dazu, sich möglichst weit von Kindern fernzuhalten, da diese das Virus leichter verbreiten könnten. Alle Autobahnen, Flughäfen und nationalen Eisenbahnen werden geschlossen und ausschließlich dazu verwendet, die Verbreitung des Heilmittels zu erleichtern. Jeder wird angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten, um Staus auf den lokalen Straßen und Schienennetzen zu vermeiden. Alle Schulen, Kitas und nicht unbedingt notwendigen Geschäfte werden bis auf Weiteres geschlossen. Auch Fabriken für nicht lebensnotwendige Güter werden ihre Produktion einstellen. Ein Test auf das GMN17-Virus wurde entwickelt, und die Polizei überprüft derzeit alle Passanten. Jeder, der positiv auf das Virus getestet wurde, wird in Quarantäne gestellt. I hope you've enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and share this video with all your friends, and perhaps consider subscribing to my channel. Thank you, and I'll see you next time.